Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Star Wars Battlefront. Die Open Beta ist endlich am Start. Und hier seht ihr mal so einen kleinen Rundflug, ja, über die Map, welche Aufgaben es gibt. Ja, also so ein bisschen Übersicht. Wir spielen Walker Assault, steht oben rechts auf Hood, ja. Der Eisplanet. Und ja, dann schauen wir mal, was hier los. So, hier bin ich rausgekommen. Muss mal gucken. Da läuft schon so ein AT-AT. Kann ich hier was einsammeln? TIE Fighter habe ich eingesammelt. Okay, dann gucken wir mal. TIE Fighter. Ach ey. What? Uiuiuiui. Das sieht nicht gut aus. Wo sehe ich denn hier Feinde? Leck mich am Ufer. Ich sehe nichts und niemanden. Hilfe! Nein, nein, nein! Ja, schießen kann ich auch, aber... Ja, zum Teufel, wo ist der Feind? Hier? Wie sind wir denn da mal treffen? Ist viel zu schnell! Hier muss ich irgendwie bremsen können, da kommt einer! Okay, ich glaube, du hast jetzt so gefangen getan. Also, das Fliegen war schon mal nichts für mich. Okay, los! Los geht's! Hier seht ihr, die Jungs fliegen über das Spielfeld. Die Walker müssen durch zur Rebellenbase und versuchen, den Generator zu sprengen. Hier liegt da so ein Walker rum. Kann ich den nicht aufheben, einsteigen? Irgendwie kann man so ein Ding, so einen Walker steuern, aber ich weiß nicht wie. Habe ich nicht rausgefunden. Ich habe eine Runde gespielt, wo ich ein bisschen Überblick bekomme. Da bin ich direkt Level 2 geworden, habe so eine Granate freigeschaltet. Ja? So, diesen Thermaldetonator. Okay, und jetzt rücken wir mal hier vor. Also die Grafik. Sieht gut aus. Habe ich jetzt gefunden. Eine Kanone. Mal gucken. Ah, da hinten stehen sie doch. Bim, 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 bim. Au, au. Lass das. Fällt mir nicht. Oh. Alter Schwede. Ja, auf jeden Fall gut ausschauen tut's ja mal, ja. Sieht schön aus. Schön, kann man sagen. Schön. Ja, sehr schön. So. Jetzt muss ich nur noch schnallen, wie das hier ein bisschen funktioniert. Wo man hinrennt am besten. Was für Sachen man einnehmen soll. Worauf man achten soll. Klar. Ne? Erste Runde ist aber nicht so ganz so einfach. Schauen wir mal. Vom Mega-Hardware-Fresser sehe ich nichts. Er läuft auf Ultra. Ja. Oh, oh, oh. Da hinten kamen sie doch. Na komm. Verdammt. Mann. Aber jetzt. Wer bist du denn hier? Jawohl. Weg damit. So. Au, 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 au. Verstecken, 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 verstecken. Ja. Piep, 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 piep. Was piept denn hier so? Bum, bum. Das gefällt mir. Sehr schön. Hier ist ein Respawn-Punkt anscheinend. Die spawnen einfach vor der Tür. Gucken. Sind wir mal ein bisschen. Da sitzt er, da kommen die nächsten. Ja, ja. Granate rein. Wartet. Bumm. Das ist ja gemein. Hier kannst du sie übelst in Schach halten. Können die denn in Regeln, wo sie rauskommen? Hm. Guck mal, da wäre gemein. Da wäre ein einziges abgeschlachte. Hep. Granate. Oh, 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 das war zu viel daneben. Nein, 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 warte. Hab ihn. Oh, Granate. Bam, bam. Wie gemein. Ich stehe direkt hinter denen. Meine Position verändern. Das war Bullshit, oder? Bin ich nicht so gut.
Viel zu einfach. Da hinten rennt schon einer, da rennen ein paar. Granate. Was? Da hat mich einer gekillt, tatsächlich. Vierten Platz. Für ein Beschiss. Das ist ja ultra gemein. Also, man sollte sich, hoffentlich kann man sich einen Spawnpunkt aussuchen. Ich weiß nur noch nicht wie. Da war ja gerade uns gemein, oder? Alle niedergeschlachtet da am Respawn-Punkt. So. So, hier sind irgendwie die Stationen. Uplink. Ich weiß noch nicht richtig, wie das funktioniert. Ich sagte mal Uplink, Uplink. Was soll ich da machen? Da kommt wer. Incoming Y-Wing. Y-Wing. Warum läufst du weg? Hey, du läufst falsche Richtung. Was? Wo? Wer hat da geschrien? Oh, da. Da vorne auch hinter dir, hinter dir. Oh. Warte. Warte, 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 warte. Nein, nein. Och, Mann. Mist. Bullshit. So, jetzt aber. Also, grafikmäßig sehr schön. Ja, also, muss man ja sagen. Da ist wieder ein super Job gemacht. Grafikmäßig gab es auch bis jetzt noch nie viel zu meckern bei DICE. Haben sie echt immer cool gemacht. Ha? So, was ist das hier für ein Teil? Gehen wir mal hin. Na los. Das ist falsche Richtung, verdammt. Kann ich nicht drehen. Wieso kann der so langsam fliegen, der Typ? Ich hätte zwar vielleicht mit der Gastaste ausprobieren sollen, hier mit vorwärts, rückwärts. Ich bin da Vollspeed lang gedüst. Okay. Komm, 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 komm. Na? Ah. Na? Das sind unsere. Da habe ich keinen verballern. Da steht unser AT-AT. Oh, 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 oh. Beim ersten. Ach, wir sind beim ersten hier oben. Da sieht der. Bam, die Bam. Wird man mit einer Granate geschlachtet. Sehr gut, guter Wurf. Oben sieht man. Es wurden drei Punkte aufgeteilt. Unsere Walker sind in Punkt 1 jetzt vorbeimarschiert. Ja. Wir haben zwei Walker und die sind noch so und so viel in Ordnung. Sieht es. Ja? So. Das sieht ja relativ einfach aus. Was denn mit dem Y-Wing zu bedeuten hat, keine Ahnung. Da müssen wir erst mal rausbekommen. So, was ist denn hier? Da habe ich eben die Granate reingezimmert. Tschüss. Nein, nein, nein. Erstmal ducken. Warten. Munitionsprobleme habt ihr keine. Nur ab und zu wird der Lauf warm von der Knarre. Aber die Waffe hat Rückstoß, ja? Eine Laserwaffe mit Rückstoß ist tatsächlich so. Oi, 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 oi. Ah, danke schön. Sehr schön, geschafft. So, was ist das hier? Das sind nur so Power-Ups, aber wofür die gut sind, weiß ich nicht. Was sind wir hier? Da ist sie. Das Ding Shutdown. Komm, steht einer. Danke, gib mir die Knarre her. So, und jetzt wird aufgeräumt. Was ist das? Den Apparat hier kaputt schießen. Geht nicht. Ah. Nicht so viel rumwackeln. Granate rein. Den Typ. Offline. Na? Kommt noch einer? Da kommen noch welche. Da ist mein Kumpel Vader. Tag, Chef. Was wie Uplink Station? Ich hab doch gerade das Ding hier komplett ausgeschaltet, würde ich sagen. Ach, da ist noch so ein Ding. Das sah aber einfach aus mit den Interrupten.
Ja, Leute, also Grafik kann man überhaupt nichts meckern. Rein spieltechnisch. Was beschießt du mich denn, du Hong? Hey, da, ey, zerquetsch ihn, den Wurm. Hat einer ein Schild hingestellt? Warum schießen die denn auf den Raider? Das ist da unser Meister. So. Die mit ihren Ampling Station. Lass ich doch mal da hochhüpfen. Ach, den kann ich gar nicht erreichen. Okay, einsteigen. Nochmal, klappt das nochmal. Ich habe nur 25% Leben, bisschen wenig. Fast hätte es geklappt. Oh. Okay. Ja, wir sind doch schon am zweiten Punkt vorbeigelatscht. Heavy Damage und The Walker sind oben ganz in Ordnung, soweit ich das sehe. So. Die Alarmanlage läuft. Drüt. Was war jetzt los? Das hat sich nicht gut angehört. Ah, hier ist der Eingang. Das sieht ja so geil aus, ne? Der Stammvieh. Tritt mir ja nicht auf die Füße. Okay. Nein. Nein. Wo lang? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hier sind wir richtig. Komm, Kollege, wir sind hier richtig. Vorwärts. Uplink Station, da ganz hinten. Weil jetzt kann ich in die Mühle reinsetzen. Dann drehen wir mal um. Ah, da kannst du aber. Ziemlich beschissen zielen. Guck mal, näheren Zoom habe ich nicht. Die sind so klein wie Flöhe. Noch nicht mal. Ach, da müssen wir jetzt vordringen, um die Uplink Station auszuradieren. Schießt er auf mich? Gib ihm vor den Latz. Ich versuche den Uplink-Ding kaputt zu ballern. Da hinten ist doch was. Na? Da, dieses Teil. Kaputt ballern. Weg damit. Weg, weg, weg. Kann wieder nicht. Jetzt nochmal. Ist denn? Da latscht mir genau in die Schusslinie. Na? Na? Nee, ich glaube hier diese Knarre, die ist nichts für mich irgendwie. Damit treffe ich gar nichts. Versuch vorzuhalten. Na, na, na? Und ich glaube, nee. Lassen wir mal stehen, das Ding. Los! Lahmarschige Blechbüchse. Lauf schneller. Lauf. Da kommt der... Sind das die Bomber? Feuer, 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 Feuer! Komm, go, go, go! Wir müssen den Uplink unterbrechen. Oh, der steht hier über. Schön. Also, diese Dinger hier, die kann man mit der Zeit freischalten. Ne? Bekommt Belohnung, dafür kann man Waffen und so einen Kram mal freischalten. Da, da, Feuer, Feuer, Feuer! Bam! Sah sehr geil aus, würde ich mal sagen. Yep. Bumm. Och, nee. Bin ich so weit vorgedrungen. Direkt einfach nur von den Latz gekriegt. Na gut, aber er müsste noch bald da sein. Was steht denn hier für ein Zeichen? So? E einsammeln. ATST. Und jetzt unten bei der 4. Ah. Also, man kann den ganzen Kram einsammeln. Man muss nur wissen, wo es liegt. Cool. Was ist. Mit der, unten sage ich 1 und 3. 1 sieht aus wie so ein. Ja, ist da vielleicht ein Bombardment, dieser Flächenangriff. Oh, sieht das cool aus. Also vom Aussehen her mega geil. Das macht so einen Spaß.
Los, du Bleichbüchse! Wo sind die denn, die kleinen Gurken? Na, ihr kleinen Fischlein? Komm, ich wackel vor. Schieß lieber auf mich, als auf den Großen. Na? Na? Und? Victory! Victory at last! Yes! Das Imperium hat gewonnen! Bum-di-bum! Weg mit dem Scheißding! Ich bin immerhin auf Platz 7 gelandet. Nach meiner Erntereihe an dem Spawnpunkt war es ja auch kein Problem. Ja Leute, die Beta läuft jetzt noch bis Sonntag. Wer testen will, kann ich nur auf jeden Fall empfehlen. Ne? Wer meint, der müsste das Ding kaufen, der jetzt schon Bock hat, entschieden hat, dann bitte ich drum, wenn er mich ein bisschen unterstützen will. Hier unter dem Video ist ein Link. Da steht Games günstig und sicher. Ja, wenn er den Link benutzt, bekommt er das Spiel auch für 45 Euro anstatt für 60 Euro. Ja, habt ihr was davon und ich auch. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt die Erde. Tschüss.